Es ist nun der 20. April um 17 Uhr und es hat sich nun geöffnet. Und es war heute Nachmittag ganz spannend. Ich habe mit Markus zusammen eingekauft, als ob ich keine Ahnung was jetzt vorhätte. Und am Nachmittag habe ich begonnen zu kochen, einfach intuitiv mache ich immer so. Und ich habe gemerkt, es war wie wenn Weihnachten ist. Ich liebe Kochen, ich liebe Backen, ich liebe das. Aber heute habe ich ganz bewusst viele Farben gekocht, vorbereitet. Und ich habe gemerkt, heute ist Weihnachten und vor ganz kurzer Zeit, es war November, da habe ich ein ganz großes Weihnachtsfest im November für meine Tochter und meine Mama hergerichtet, weil ich wusste, Weihnachten werden diese zwei nicht mehr zusammen erleben und es kam nicht dazu zu diesem Abschied. Und heute, wo ich dieses komische Weihnachtsfest hergerichtet habe, habe ich gemerkt, und wieder bleibt der Platz leer, Mama ist nicht mehr da. Mama ist körperlich nicht mehr da. Und heute habe ich gemerkt, diese Türe, die sich jetzt schließt, ist wieder ein weiterer Schritt, den Mama und ich gehen. Es ist wieder etwas, was uns ein wenig entfernt und doch glücklicher macht. Und ich habe gemerkt, ich habe so viele Menschen in den Jahren gesagt, wenn jemand gestorben ist, du hast ihn noch tiefer bei dir, du hast ihn noch näher. Nun ist keine Grenze mehr gegeben, er ist immer da. Und jetzt muss ich dieses revidieren, es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht, was ich jemals zu euch gesagt habe, weil Mama sitzt oftmals an meinem Bett, wenn ich schon aufwache und sagt, schön, dass ich bei dir sein darf, nicht jeder mag, wenn ich komme. Und wir haben ganz viele Gespräche und haben auch lustige Gespräche. Und ich weiß, was Mama so ziemlich immer macht. Aber ihre Haut fehlt. Es fehlt diese Berührung, wobei wir gar nicht so einen Kontakt hatten, dass wir uns ständig irgendwo berühren mussten. Aber die Haut von Mama fehlt. Markus hat es in einem ganz wichtigen Satz erklärt. Weißt du, seit deine Mama nicht mehr da ist, fehlt das Strahlen ein wenig in Anspruch in unserem Dorf. Mama hat eine ganz große Energie eingegeben, zurückgelassen, gelebt. Wie soll ich es erklären? Warum ich das euch erzähle ist, wir lassen wieder was los. Wir gehen wieder einen Schritt weiter und das bedeutet, wir können heute traurig sein oder wir können heute Weihnachten feiern. Aber wir werden ganz bewusst spüren, dass jetzt eine Türe geschlossen wird, die wir vielleicht gar nicht zumachen möchten, die wir gar nicht gleich zumachen möchten. Ich habe mich ganz bewusst in diesem Jahr noch einmal entschieden, dass ich mit meiner Familie kappe. Das heißt, alle in meinem Ursprung liebe ich auf ihre Art und Weise, aber ich möchte den Weg nicht mehr gemeinsam mitgehen. Ich werde niemals mit Mama kappen, weil dieses eine Verbindung auf ewig ist. Ich werde immer die Schwester sein, die Tochter sein, der Revoluzer sein. Aber was sich jetzt heute Nachmittag ereignet, ist so unglaublich, dass ich wusste, ich muss euch ein Video machen. Ich spüre, dass einige einen Zorn haben werden, aggressiv sein wollen, andere noch nicht richtig einordnen können, was nun passiert. Es ist wie Weihnachten, das kein Weihnachten ist. Ich glaube, so kann man es ein bisschen erklären. Ich merke, dass ich unglaublich demütig geworden bin von 14 Uhr. Wirklich, dort ist Tinnitus in meinen Ohren geschehen. Und seit da bin ich sowas von, soll ich sagen, religiös? Stimmt nicht. Ich bin, kann man nicht erklären. Boah, es ist unglaublich, was nun schwingt. Und ich bin überzeugt, morgen merken wir das nicht mehr. Also kann ich euch eigentlich nur animieren, fühlt, was da ist. Ich für mich merke, ich möchte meine Mama zurück. Aber das geht natürlich nicht. Mama ist ja da, sie steht sogar ein wenig weiter, das weiß ich. Aber Haut in Haut ist nicht mehr möglich. Also das heißt, wir werden jetzt ein wenig Abschied feiern. Wir werden demütig sein, wir werden uns noch sensibler spüren. Und es ist heute ein Tag, wo ganz große Ahnentüren geschlossen werden. Also regle es du mit dir selbst und wisse eines, ein großer Tag, der nun geschieht. Ich danke dir fürs Zuhören und da hinten läuft Werbung, aber ich hoffe, ich konnte die Emotionen, die ich weiter transportieren wollte, dir weitergeben. Danke, dass du mir wirklich vertraust, das ist mir wirklich, wirklich wichtig.
Danke.